Ja, mit Futter ist es manchmal leichter, den Hund zu bestechen, dass er irgendwas macht wegen dem Futter. Aber es ist ganz schwer, ihm beizubringen, dass er dann später auch in der ähnlichen Situation oder in der gleichen Situation ohne Futter trotzdem ein angenehmes Verhalten zeigt. Wenn ich also gleich am Anfang mir mehr Mühe gebe, den Hund nicht zu überfordern und ganz langsam ihn in die Ablenkung bringe und ihn sofort mit der Stimme lobe, habe ich zwei wesentliche Vorteile. Ich muss nicht hin zum Hund, ich kann es auch mit kleiner Distanz machen. Und ich muss ihn in irgendeiner Form viel schneller dadurch bestätigen können, weil ich nicht erst zu ihm hin muss. Ja, sondern er kann auch 1 Meter oder 1,5 Meter weg sein. Und wenn er dann ruhig steht, an der Meterleine, dann kann ich eben auch ihn loben. Schnell mit der Stimme, nicht zu überschwänglich, aber immer im gleichen Tonfall und natürlich routiniert und mit vielen Wiederholungen einfach. Das mehr oder weniger konditionieren oder verknüpfen, was der Hund richtig macht, erst beim Stehen und dann in Bewegung.